Ja, und jetzt wollen wir uns noch überlegen, das Folgende. Das hatten wir bislang noch nicht. Eine Sprache ist genau dann entscheidbar, wenn sie und ihr Komplement akzeptierbar sind. Also auch da bringen wir jetzt diese beiden Begrifflichkeiten, Entscheidbarkeit und Akzeptanz, in Zusammenhang. Ja, müssen wir zeigen, dass wenn sie entscheidbar ist, dass dann sowohl die Sprache akzeptiert wird, als auch das Komplement der Sprache akzeptiert wird. Und die andere Richtung, also für diese eine Richtung müssen wir zeigen, und das wollen wir jetzt hier auch wieder tun, das ist immer eine Frage bei mir in der mündlichen Prüfung. Also dass man auch dann erklärt, warum das so ist. Ob das jetzt in der Klausur dran kommt, weiß ich nicht. Vermutlich nicht, sonst hätte ich es Ihnen ja jetzt nicht verraten. Aber nur mal so eine Vorstellung davon zu bekommen, was ich halt auch so frage in so einer Klausur. Weil der Beweis ist eigentlich ganz einfach. Auch hier müssen wir wieder, ne, so ein Genau-dann-wenn-Beweis heißt immer, wir müssen zwei Richtungen zeigen. Und zwar, wir gehen erstmal davon aus, dass L entscheidbar ist. So, jetzt müssen wir zeigen, dass L akzeptiert wird und auch L-Komplement akzeptiert wird. So, wenn L entscheidbar ist, was gilt dann? Dann gibt es also eine Turingmaschine M, die L entscheidet. So, und was wir jetzt machen müssen, wir müssen jetzt quasi eine Turingmaschine bauen, im Prinzip zwei Turingmaschinen, die sowohl die Sprache L akzeptiert. Das haben wir schon mal gemacht, diesen Beweis oder den Satz hatte ich eben angeführt. Und jetzt müssen wir noch eine Turingmaschine bauen, die das Komplement auch akzeptiert. Da muss ich gerade nochmal nachgucken. So, hier Satz 633, da haben wir schon gefolgert, dass aus einer Entscheidbarkeit einer Sprache auch die Akzeptanz folgt. Also, das eine haben wir schon gezeigt. Jetzt müssen wir noch zeigen, dass das Komplement auch akzeptiert wird. Aber auch das ist nicht schwierig. Das ist im Prinzip die gleiche Konstruktion, die wir hier in dem Beweis von diesem Satz 633 gemacht haben. Nur, dass wir da halt einmal noch die Ausgabe quasi invertieren müssen. Arbeitet zunächst wie M. Ja, also, die arbeitet zunächst wie M. Also, das war M ist die Maschine, die Sprache entscheidet. Ja, und dann guckt sie sich an. So, wenn das Ergebnis ein Ja ist, also das Wort in der Sprache drin liegt, ja, da sollen wir jetzt genau invertieren, weil wir ja das Komplement akzeptieren wollen, ja, dann geht es in eine Endlosschleife, das heißt, sie hält nicht an. Und wenn das Ergebnis Nein ist, also wir ein Wort aus der Komplementsprache haben, dann halten wir einfach an. So, damit ist der erste Teil schon gezeigt. Und jetzt müssen wir noch zeigen, den zweiten Teil. Was müssen wir da zeigen? L und L-Komplement, wenn die akzeptiert werden. Dann müssen wir zeigen, dass L auch entscheidbar ist. So, wenn also L und L-Komplement akzeptierbar sind, was heißt das? Dann gibt es zwei Turing-Maschinen M1 und M2 mit M1 akzeptiert L und M2 akzeptiert L-Komplement. Ja, das heißt also, M1 hält genau dann an, wenn ein Wort aus L vorliegt. M2 hält genau dann an, wenn ein Wort aus L-Komplement, also kein Wort aus L vorliegt. So, was kann man jetzt tun? Wir machen jetzt eine Zweiband-Turing-Maschine. Und zwar eine Turing-Maschine, die auf dem einen Band wie M1 arbeitet, auf dem zweiten Band wie M2 arbeitet. Und sich dann anguckt, auf welchem Band sozusagen der Haltezustand erreicht wird und sich dann entsprechend verhält. Also wir konstruieren eine Zweiband-Turing-Maschine, die L entscheidet. Die Startkonfiguration ist, also Startzustand, auf dem einen Band steht unser Eingabewort. Auf dem zweiten Band, da haben wir noch nichts drauf. So, und dann führen wir das Folgende aus. Im ersten Schritt kopieren wir einfach dieses Eingabewort W auch auf das zweite Band. Das heißt, wir erreichen da irgendwie S. Das geht über nach in irgendeinen Zustand Q. Wie der heißt, ist uns relativ egal. Es ist halt nicht der Haltezustand, aber wie das Ding sonst heißt, ist uns eigentlich ganz egal. Dann haben wir das da stehen. So, und jetzt führen wir quasi beide Maschinen aus. Was man jetzt nicht machen darf, man darf jetzt nicht erst M1 anwenden und gucken, was passiert, und dann M2, sondern man muss die irgendwie parallel laufen lassen. Ja, wenn ich nämlich jetzt erst M1 laufen lassen würde, auf die Eingabe, dann kann es natürlich passieren, dass wenn ich jetzt gerade ein Wort aus W-Komplement erwischt habe, ja, dann hält M1 nie an.
Dann kann ich sozusagen, ich muss ja jetzt beide Sprachen oder beide Tests quasi oder beide Maschinen einmal durch auf das Wort anwenden, M1 und M2. Und wenn ich mit M1 anfange, ja, und gerade ein Wort erwischt habe, was nicht in L drin liegt, dann hält M1 nie an. Dann kann ich meinen zweiten Test mit M2 nie starten. Also muss man die irgendwie parallel verschalten. Und das machen wir einfach so, dass diese Maschine, die wir jetzt hier bauen, M, M simuliert M simuliert sukzessive je einen Schritt von M1 auf Band 1, also hier in dem Teil, und dann wieder einen Schritt, einen Arbeitsschritt von M2 auf dem zweiten Band. Das machen wir jetzt so lange durch, immer abwechselnd. Einen Schritt von der einen Maschine, einen Schritt von der nächsten Maschine. So, wenn wir ein Wort haben, W, dann liegt das entweder in L oder es liegt im Komplement von L. Also zwangsläufig hält entweder der Teil von M an, der M1 durchführt, oder es hält der Teil von M an, der M2 durchführt. Einer von beiden hält auf jeden Fall an. Da W Element L oder W Element Komplement L, muss einer der beiden Rechnungen auf Band 1 oder Band 2 anhalten. Wenn M1 auf Band 1 anhält, ja, dann, was macht dann die Maschine M, ja, die sozusagen M1 als Teilprogramm ausführt? Dann hält die Maschine mit dem Ergebnis Haltekonfiguration und dem Ja an, ja, weil M1 hat sozusagen den Teil bearbeitet, für L. Und wenn jetzt M2 anhält, dann haben wir sozusagen ein Wort aus L-Komplement erwischt. Und dann müssen wir halt einfach Nein aufs Band schreiben. Wenn M2 auf Band 2 anhält, Sie können nicht beide anhalten, das schließt sich aus. Das gibt uns der Begriff der Akzeptanz, gibt uns das an. Also es geht nicht beides gleichzeitig, es geht nur eines. Und dann macht das Ergebnis so auch Sinn. Ja. Und damit haben wir das gezeigt. Also, Entscheidbarkeit heißt, eine Sprache ist entscheidbar, heißt, es ist sowohl die Sprache selbst als auch das Komplement akzeptierbar. Und umgekehrt, wenn sowohl eine Sprache als auch ihr Komplement akzeptierbar sind, dann ist die Sprache auch entscheidbar.